Stunden. Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapu. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Es ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry 4. Den Prolog haben wir ja gut durchstanden, sag ich mal. Sind jetzt hier in unserer tollen Stadt angekommen. Wie man die Waffe wegpackt, weiß ich immer noch nicht. Jetzt habe ich sie wieder rausgeholt, ich Idiot. Ah ja. Was hat er gemacht? Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gerade gemacht? Egal. Ah ja. Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will nichts mehr von ihm hören. Wenn das nächste Mal sein Name fällt, sollte der Satz besser mit ist tot enden. Okay, die haben natürlich alle auch eine sehr negative Einstellung gegenüber Bagan Min. Scheint ja hier so mehr oder weniger der Bösewicht zu sein. Darum werden wir siegreich sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Wir schauen uns jetzt hier natürlich erstmal ein bisschen um, bevor wir die nächste Mission machen. Seht, wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Oh ja, hier gibt's Waffen. Hier fühle ich mich zu Hause. Eine neue Waffe, die A2000. Die AK-47, die M133, die SVD, die STG. Ah ja. Ein paar Waffen auf jeden Fall. Das war ein bisschen. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken direkt mal, was wir hier machen können. Wie viel Geld haben wir denn? Wo steht das da? Wir haben 64.000 K. Ja, Kyrat? Keine Ahnung. Wir brauchen Waffen. Waffen sind immer gut. Die AK ist natürlich stark, aber die hat natürlich eine Genauigkeit, die ist nicht so meins. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier irgendeine gelbe Waffe. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist. Ich gehe davon aus. Hier Karten. Uiuiui. Ah, okay. Hier gibt es auf jeden Fall Locations, die man kaufen kann. Irgendwie. Wir fuchsen uns da auf jeden Fall noch rein. Eine schöne Schrotflinte. Eine AK haben wir. Eine RPG. Wunderbar. Ich glaube, ich möchte tatsächlich diese hier haben. Da die sehr genau ist. Ach so. Ach so. Aha. Entweder können wir, also wir müssen entweder so eine 5 Türme hier liberalisieren oder wir können sie natürlich kaufen. Ah, okay. Nichts kaufen oder verkaufen? Ich komme gleich. Kein Druck. Ist ja nicht so, als müsste ich eine... Warte mal.
Ach so. Ja, hier, so ein Damaged Skin können wir mal verkaufen. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles verkaufen können. Feuerwerk brauchen wir, denke ich mal, nicht. Ich weiß es einfach nicht. Quicksell. Wir machen mal Quicksell. Alle wichtigen Sachen bleiben erhalten. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Ja, kannst mal sehen. Mach's gut. Wie gesagt, wir gucken uns erstmal um. Ein bisschen hier in der Stadt. Reden mit den Bürgern. Hier wird auf jeden Fall fleißig die Religion ausgeübt. Wunderbar, sehr schön. Ein Schamane anscheinend. Die Anführer des Goldenen Pfads? Wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen sie in verschiedene Richtungen und erreichen gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Okay. Was gibt's hier? Morgengale's Journal. Ah. Achso, hier können wir auch anscheinend Waffen kaufen, verkaufen. Alles klar. So. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich möchte aber das Let's Play an sich nicht weiter... Ah, hier können wir schlafen anscheinend. Ah, okay. Gut, alles klar. Skills. Wir haben Skills. Oh. Jump of all... Ui. Ah, Gesundheit. Ah, ja. So. Haben wir hier irgendwie eine Ansicht? Ich will... nein. Ja, ach so. Ja, gut. Death from below. Ah, Tod von unten. Das kann schon mal... Hier, das können wir uns, glaube ich, kaufen momentan. Ich glaube, diese gefärbten, ne? While moving a body, vehicles can take more damage. Ich weiß gar nicht, was hier... Ich glaube, Leben ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Ich mache das einfach mal direkt. Kann erstmal gar nicht verkehrt sein. Ah, guckt euch das an. Das ist echt cool. Ich mag das sehr, dieses Spiel. Diese Aussicht. Die Menschen, wie das schön animiert ist. Ich mag das echt. Ich hab dafür echt... Ich mag das einfach. So, hier gibt's ein Blümchen. Ich weiß nicht, ob wir das gebrauchen können. Ich weiß, kommen wir hier nochmal hoch? Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal hochkommen. Ich gehe da erstmal noch nicht runter. Wir können ja später nochmal runtergehen. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt wirklich mal eine Waffe. Oh, jetzt haben wir ihn, glaube ich, beklaut, ne? Oh, naja. Was soll der Geiz? Man gönnt sich jetzt sonst nichts. Wenn ganz Kyrat wie Banner pur aussehe, wäre das Land glücklich und produktiv. Unglücklicherweise ist das nicht der Fall. Es tut mir sehr leid. Ich möchte jetzt eine Waffe holen. Hallo. So, ich habe mich jetzt doch entschieden dazu, meine Waffe zu kaufen. Es kann ja nicht verkehrt sein. Man weiß ja nie, wann man mal so eine Waffe gebrauchen kann. So, die Frage ist, was holen wir uns? Eine Schrotflinte klingt schon eigentlich echt schon mal ganz nett. Die STG, die macht mich auch sehr an. Ich weiß nicht, wie viel... Hier, ich meine, das ist natürlich schon ein Sniper. Wie viele Waffen können wir... Einen Bogen? Ich glaube, den Bogen, den holen wir uns halt tatsächlich direkt mal. On the body of an enemy to get it free or buy it now. Ich warte mal noch, glaube ich. Ein Bogen kann echt nicht verkehrt sein. Ist für Stealth-Skills ganz gut und glaube, zum Jagen ist das auch gar nicht mal verkehrt. Die Sixer können wir uns im Leben erstmal noch nicht kaufen. Ja, hier, da, wir wollten Waffen gucken. So, ich würde einfach mal behaupten, wir kaufen uns diese Schrotflinte. Da hat nämlich einen schönen Schaden und sieht auch sehr lecker aus. Wunderbar. Wir müssen uns noch einen Slot craften.
Oh. Wie mache ich denn das? Jetzt zeige ich dir auf jeden Fall. Ich danke dir sehr. Bitte beehre mich bald wieder. Gerne. Wenn du mir sagst, wie ich mir einen Slot kaufen kann. Crafting. Das ist ja auch eigentlich logisch. So, was brauche ich dafür? Dafür brauche ich noch. And one weapon of any type. Ich brauche noch Wolfskin. Namaste. Guten Tag. Ganz kurz. Ich möchte trotzdem die neue Waffe ausprobieren. Ja. Und wir testen die einfach gleich mal. Danke, junger Mann. Heute wird die Familie satt. Ja, das hoffe ich doch, dass die Familie satt wird. So, wie sieht die denn aus? Ah, die packt er automatisch wieder weg. Okay, egal. Mein Ehemann näht gerne. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den goldenen Pfad her. Ui, so ein Wechsel da. Wir gehen mal hier hin. Da gibt's einen Bogen. Sag, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat und ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben. Bogen. Badra. Wunderbar. Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Gott sei Dank haben wir uns den auch gerade nicht gekauft. Ich meine, stell dir mal vor, das Geld umsonst weg. Das geht ja gar nicht. Ne? Also ich meine, gibt's hier noch irgendwas? Kann ich hier nicht nochmal ganz kurz so... Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Aber hier gibt es noch zwei Blümelein, die ich sehr gern mitnehmen würde. So, man sieht sich. Ich glaube, ich nehme auch direkt hier mal das Quad. Können wir mal auch die Spielmechanik hier gleich mal untersuchen. Plants are used to craft. Okay, damit kann ich mir Spritzen machen. Das ist schön. Das kann jetzt was werden. Shoot Handbrake. Ja, komm, let's go. Ich will fahren. Ich kann das schon. Oh, ich kann Autodrive machen, das ist gut. Aber ist ja langweilig, deswegen, let's go. Oh yes, das macht Spaß. Das macht richtig... Wie war das mit der Handbremse? Will ich nochmal... Ich wollte ja nur mal testen. Wir lassen das mal hier stehen, das Auto. Ja, das spannt auf jeden Fall weit. Wie habe ich denn die Waffe vorhin weggepackt? Ich weiß nicht, wie man... Egal, wir suchen hier später noch. Fuck. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie... Da liegt was. Ein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Mach ich. Außerdem gibt es hier Munition, das brauche ich auch noch. Und Pfeile, das ist schon mal gut zu wissen. My friend Mahabir, I know that is a lot to ask of you to join with us in this flight, but after Pagan Min's betrayal, we need to take a stand. No longer will Kurat allow outsiders to dictate her future. I do not know what the gods intend for us now that Pagan has divided Kurat. But I know that resistance is our only option.
My most heartfelt thanks to both yourself and Keenan for your continued support. Das haben wir gerade gelesen. Ich wundere es ja, dass wir den nicht spannen müssen, den Bogen irgendwie. Ah, da wird der Bogen wenigstens nicht zu überspannt. Ah, Entschuldigung. My House of Prayer. Wie gesagt, wer sich das übersetzen möchte, beziehungsweise lesen möchte, kann das gern tun. Auf Wunsch kann ich das natürlich auch gerne machen, wenn ihr in den Kommentaren den Wunsch äußert, dass ich doch öfter bitte mal lesen soll, dann mache ich das natürlich gerne. Allerdings nimmt das dann natürlich auch ein bisschen den Spielrhythmus. Also wenn das für euch kein Problem ist, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann werden wir weitersehen. So, ich nehme auf jeden Fall nicht den Fußbus, ich nehme das Quad. Uah, da dreht aber auf der Stelle, du. Ein bisschen Offroad fahren, hat er direkt super funktioniert. Oh Gott, ah! Ey! Machst du denn hier? Wie kann ich denn jetzt... Ah, hier. Den ernte ich erstmal eine Runde. So, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, können wir jetzt... Oh, das war der falsche Knopf. Wie gehe ich denn nochmal ins Menü? Mit M, ne? Ah ja, genau. Wir können uns jetzt direkt mal etwas Neues holen. Hier Koop, ah ja. Gut. Jetzt können wir auf jeden Fall direkt mal zwei Waffen tragen. Das ist schon mal schön. Hier vorne gibt es auch noch etwas zum Looten. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Ich weiß gar nicht, wie wichtig das hier in dem Spiel ist. Es scheint auf jeden Fall nicht genug von allen zu geben. Man kann ja auch sowieso nie genug haben. Ich muss Y drücken, das werde ich noch ganz oft haben, diesen Fehler. Okay, dann wollen wir mal ein paar Wölfe suchen. Igitt. Da gibt es erstmal Frühstück, würde ich mal behaupten. Ja. Da unten ist auf jeden Fall noch was drin, ne? Die Frage ist ja... Oh Gott. Ah. Das haben wir gerade alles nicht gesehen. Diesen tollen, starken, kranken Schuss, der auch hätte von Hulk kommen können. Von der Stärke her, den ignorieren wir bitte. Man könnte vielleicht meinen, dass ich mich mal wieder verdrückt habe. Oder einfach zu schnell gedrückt habe. Ich muss den Bogen wohl doch spannen. Die Frage ist, wie funktioniert das? So nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ein Bogen funktioniert. Ich kann, muss das noch lernen. Da ist noch einer, den wir nicht markiert hatten. Geh mal weg jetzt hier. Ja, man, ja. Ich sollte das eventuell üben. Wo, ich weiß nicht, womit ich aimen soll beim Bogen. Ich spiele zum ersten Mal gefühlt so ein Spiel mit so einem Bogen. Aber es macht Spaß. So, ist das damaged oder ist das Fleisch noch in Ordnung hier? Nein, es ist in Ordnung, das ist wunderbar. So, mal ganz kurz, ich habe da so eine Vermutung. Wenn ich den jetzt dahin... Alles klar, gut, dann weiß ich ungefähr, wie ich aimen muss. Man muss ja erstmal reinkommen. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein neues Auto für uns.
Wir durchsuchen natürlich alles, was wir mitnehmen können. Die Frage ist, warum leuchtet dieser Umkreis hier so gelb? Ach so, weil ich das zerstören muss. Ja, schmeiße ich eine Granate rein, oder was? Mal ehrlich, soll ich da Granate einfach mal reinschmeißen, oder? Und die Taschenlampe geht auf jeden Fall. Ah ja. Aber er weiß ja, wie er aimen muss, sagt er. Ja. Erstmal locker flockig schön 20 Schüsse von 10 möglichen daneben setzen. Man kennt ihn. Wir müssen natürlich hier auch nochmal gucken, was hier so los ist. Hier gibt es noch eine Buddel. Molotow. Press R, equip fire. So, Molotow. Ah ja, R. Ich glaube, das haben wir erfolgreich hinbekommen. Und nun? Nein, warte. Ich muss hier noch einmal ganz kurz... Wo waren das? Kommst du denn eigentlich her? Kommen jetzt hier noch mehr? Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir nehmen es einfach erstmal mit. Können wir damit irgendwas craften nochmal? Ja, mit Pigskin. Ein Köcher, ja, das ist schön. Das ist gut, das brauchen wir. Kletter doch da hoch, Mann. Unser AJ. Unser toller Charakter, man kennt ihn doch. Unbeweglich, wie jeder andere auch. So, was bist du denn hier? Achso. So, ganz kurz. Hier ist noch was drin. Schöne Animation erstmal. Ich hoffe mal einfach. Lootbag is almost full. Was? Das Ding kann voll sein. Okay, das ist nicht cool, wenn das Ding voll ist. Dann sollten wir eventuell mal einige Sachen gleich verkaufen gehen. Bei Zeit. Ah, okay, da gibt's Belohnung, wenn man die Dinger dreht. Alles klar. Ich weiß nicht, wie man den Bogen wegpackt. So, ja. Ja, alles klar. Läuft. Wo ist denn unsere Karre? Hier vorne. Ja, rüber einfach. Jo, eingeparkt, würde ich mal behaupten. Ach Mensch. Absteigen. Gut, ganz kurz. Jetzt hat er den Bogen schon wieder ausgerüstet. Hier unten ist wieder zu. Ich wollte mir doch noch ganz kurz Pfeile holen. Und das Medpack, was wir ja noch brauchten. Sidearm, empty. Ja, dann nimm den doch mal bitte. Empty ist doch immer gut. Ich will hier nicht die ganze Zeit damit rumlaufen. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung.
Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tharun Matara. Tharun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Saban. Oh. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Vielen Dank. The Wolf's Den. Mission complete. Ja, ich würde mal sagen, für die erste Mission. Ah, Fast Travel is available. Und zwar mit der Map und hierhin. Ah, das machen wir doch mal direkt. Ah, guck mal, wie schnell das geht. Ist ja wunderbar. So, ich möchte... Ja, der Bogen. Erstmal hier wieder. Wir müssen mal wieder ein bisschen Equipment reinbekommen. Und ich würde jetzt ganz gern die hier ausrüsten erstmal. Aber da, warum denn Sidearms only? Stand da nicht? Was haben wir denn hier? Eine Pistole. Ach du Scheiße, ey. Wir bleiben mal ganz kurz bei der Schrotflinte. Man weiß ja nie, wann man mal eine braucht. So. Dann direkt zur nächsten Mission. Geh in das Morphium und schalt das scheiß Radio ab. Oh, weia. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Hagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen, um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du mich verletzt. Okay. Versprochen. Propaganda-Machine. Ja, das kann ja interessant werden. Reach the Bell Tower. Warte mal. Wir konnten doch Lootbag Syringe Kit. Achso. Können wir überhaupt irgendwas? Momentan gar nicht. Nee. Nee, ey. Entspann dich mal. Ich wollte nur gucken, wie das geht. Nee, alles gut. So, auf geht's. Oh Gott. Oh, habe ich mich gerade erschrocken, weil der nicht... Da oben müssen wir hin. Und da ist ein Verbündeter. Sehr schön, der kann uns auch direkt mal mitnehmen, oder nicht? Moin, was gibt's denn bei dir? Hallo. Achso. Vielen Dank. Gerne. Bitte beehren mich bald wieder. Sehr gern. So. Dann wollen wir mal. Hier ist auf jeden Fall... Wir müssen hier auf jeden Fall noch gleich Blätter looten, sehe ich gerade. Irgendwo da unten. Oder hier oben sogar. Ist Rambazamba auf jeden Fall. Ein grünes Blatt. Oh ja. Ein Grapple. Ein schönen Haken. Ah, okay. Ja, du solltest schon hochklettern, mein Junge. So, komm. Ich bin gespannt auf... Ich bin gespannt, ob es hier auch so Geheimnisse gibt, die man entdecken kann, wollte ich eigentlich mal sagen. Und, hä, warte mal. Waren wir hier nicht schon? Mir kommt das so vor, als hätte ich dieses Blatt schon irgendwie abgeerntet. Das muss ganz komisch sein. Ich glaube, das ist ein Bug. Ach, guck mal, ein Grapple.
Ah, Mensch, guck mal einer an. Ah, ja, ein Haken. Ah, ja, schön, ja. Mhm. Ah, ja, hier, guck mal. Oh ja, man kennt's. Wir haben das gerade alle nicht gesehen, hoffe ich mal. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich muss erstmal reinkommen in das Spiel. So, und nu? Ah ja. Die Frage ist, kommen wir nach ganz unten oder... Ja, wir kommen also auch unfallfrei nach ganz unten. Das ist schön. Hier gibt es nochmal ein Blatt. Ein rotes, denke ich mal. Ah, guck mal an. Ach, wir dürfen nicht schießen, ne? Denn... Ja. Ich muss da doch hoch, oder nicht? Ah ja, hier. Ich muss hier erstmal reinkommen. Das klingt sehr nach Propaganda. Ey. Ja, da drüben hatte ich meinen ersten Kuss. Einen warmen Sommerabend war das. Ich glaube, ich hätte das gerade, ne? So. Die Frage ist ja, warum sind die jetzt auf mich drauf zugekommen? Ich gehe mal davon aus, weil ich die getroffen habe. Ah, ja, ja, die Türme. Man kennt's. Die müssen wir also eliminieren. Auf dem Weg nach oben finden wir bestimmt doch noch ein bisschen Loot. So ein bisschen. Es kann auf jeden Fall sehr spannend werden, diesen Turm zu erklimmen. Ganz kurz nochmal. Okay, ging nicht. Hier geht's hoch. Gegner sehe ich auf der Minimap erstmal noch nicht. Ja. Aber da unten ist einer jetzt. Arschloch. Nicht so spitz jetzt. Ach du Kacke. Uiuiui. Ui, ui. Bloß nicht nach unten gucken, sonst. Ja, ich glaube, der ist jetzt weg. Oh, warte mal. Hier gibt's noch Loot. Oh, das ist komisch. Ich spiele ja momentan auch noch Apex Legends. Das ist echt krank, wenn man zwei verschiedene Steuerungen hat. Das ist gar nicht mal so cool. Hier muss ich mich ducken, ne? Ja, wäre ganz gut. Die Frage ist ja... Haha! Mach doch nicht so einen Scheiß! Hier ging's doch auch noch, oder nicht? Wo ging's denn hier hin? Wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass da noch eine Leiter war. Du gehst mir echt auf den Sack. Raus damit hier, komm. Ach so, und für diejenigen übrigens, die fragen, wir schließen das Spiel natürlich auf 100% ab. Das ist ja eine coole Animation. Oh, das, ja, cool.
Oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ah, okay. Ah, jetzt kommt auch mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Ach Gott. Oh Gott, das kann ein bisschen dauern. Egal. Ich würde ja mal behaupten, wir machen weiter in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.